Neuer Tag. Neues Glück. Weidmanns Heil. Ja, wir sind zurück in Australien. Mein Ziel ist, ich habe hier ein bisschen jetzt versucht. Man sieht es hier, habe ich noch nicht. Und hier zum Beispiel, hier habe ich auch noch nicht. Da habe ich noch nicht. Ich habe versucht, ein bisschen so ein Setup aufzubauen. Die meisten Dinger habe ich hier schon. Hier habe ich auch nichts. Da kommen wir eh hin. Da waren wir letztens. Im Fluss abgehen müssen wir auch mal. Kann man eben schön machen. Sag ich mal, da ein Zelt oder da ein Zelt noch herstellen. Aber das schaffen wir. Beginnen tun wir jetzt mal hier links oben. Wir werden uns da so irgendwie so ein Rad durcharbeiten. Mein Ziel ist jetzt einmal, den ganzen Tag zu schauen, was auf den Seen so passiert. Wir starten eben mit 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens, Trinkzeit der Rothirsche. Wird jetzt einmal Ziel 1 sein. Natürlich werden wir dann eben auch gleich was rausschießen. Meistens eben dann, wenn es dazu hingeht, einen potenziellen Deer zu haben. Das heißt, wir werden die mittleren rausschießen, die kleinen stehen lassen. Hier haben wir schon ein Bedürfnisgebiet von Razorbacks. Ich weiß gar nicht, ob die Razorbacks nämlich eine Trinkzeit haben. Ich habe auch jetzt ein neues Mikro. Wollte jetzt alles besser funktionieren, auch qualitätsmäßig. Wollen wir sehen, was hier sich alles so herumschleicht. So. Steht hier nichts, gehen wir dann gleich zum zweiten See weiter. Aber hier steht sogar schon was. Stehen Rothirsche, das ist ganz gut. Da haben wir Achsehirsche, die waren, das ist die Trinkzeit davor. Das ist gut zu wissen, denn da kann man, sehe ich schon, einen Dreier kann man da schon rausnehmen, nämlich einen Zweier kann man stehen lassen. Da hinten die Razorbacks. Das ist auch ein Dreier. Oder war das dasselbe? Das war nicht dasselbe. Gut, was haben wir hier? 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ein Fünfer. Fünfer gehört natürlich weg. Mit der richtigen Waffe. Jetzt schon da, habe ich auch gut getroffen. Gut. Lasst uns beginnen. Die Jagd ist eröffnet. Ersten See, erster Treffer. Wir schreiben noch immer den Tag 7 Uhr. Erste Hirsch liegt. Ja, so werden wir uns jetzt die Diamanten von der Karte hoffentlich alle holen. Bis auf die Wachtel und ich weiß gar nicht, haben Razorbacks Trinkzeiten. Das ist eben. Müsste ich jetzt einmal schauen, gibt der Espis? Seite meines Vertrauens, ich habe auch eine App, aber da ist Australien noch nicht drinnen. Razorbacks trinken von 0 bis 3 Uhr. Trinken die Kängurus? Auch von 0 bis 3 Uhr. Die Wildziege sehen wir zwischen 12 und 15 Uhr. Oh, dann sind ja echt die meisten schon. Spontank 17:20. Gut. Normaler Silber. Fünfer kann man sich nicht viel erwarten. Na gut. Aber wir werden hier jetzt auf jeden Fall das nach und nach so angehen, die nächsten Folgen. Um das Gebiet hier mal ein bisschen die Trinkzeiten zu erforschen. Man sieht, hier habe ich noch gar nichts. Kann auch sein, dass ich hier nur das Zelt mal aufgestellt habe. Ein paar Zelte muss ich auch ändern. Eben, wie gesagt, ich möchte, wenn wir da runter gehen, aber das möchte ich zum Schluss machen, weil der Jagddruck hier hoch ist.
Darf ich da runtergehen und da auch eins machen oder da eins machen irgendwie, dass wir da hinkommen? Das ist eine Höhle. Da weiß ich nicht, ob was sich tut oder auch nicht. Access-Punktschein. Glaub auch nicht hier in diesem Gebüsch. Das ist sogar ein Dreier, gell? Da könnte man eigentlich gleich mitnehmen. Hier werden eh keine Rottische stehen. Momentan trinkt nur der Rottisch. Und Samba ist da noch. Ein Samba-Trinkplatz. Rusa haben wir auch noch keine Trinkplätze. Trinken ziemlich spät nämlich. Aber auch für das bin ich dann vorbereitet. Also es ist noch nicht 100% aufgebaut. Hier wäre zum Beispiel dann nice auch einen Hochsitz hinzustellen. Um dann gleich den Jagddruck zu verringern. Das ist jetzt schon wachsam. Kann ruhig weggehen. Das ist das Ziel. Mein Plan habe ich euch jetzt verraten. Was der Axis hier ist. Wissen wir schon, wo er liegt. Da oben liegt er. Sind wir schon vorbeigelaufen? Bei dem See da oben war ich schon öfters jetzt, habe aber ein Trinkgebiet. Und ich weiß nicht, ob der Außenposten dazu nah ist, auf dem Außenposten einfach weiter wegstehen muss. Er fühlt es hier einfach nichts. Auch jetzt ist hier nichts. Ich weiß nicht, ob man da weiter weg muss. Probieren wir es mal. Schweinshirsch habe ich da um 13 Uhr mal entdeckt. Denke aber nicht. Gut. Damit haben sie abgeschlossen. Haben wir da unten noch einen? Ab zu der nächsten. Habe ich eigentlich schon ziemlich viele Trinkgebiete gefunden. Das sind halt mehr im westlichen Teil, im südwestlichen Teil, also im Süden. Ist ein Rottisch. Das heißt, hier könnte einer sein. Das Rottisch habe ich hier entlang gefunden. Hier war ich eben noch nicht. Das müssen wir auch abgehen. Hier war ich auch noch nicht. Habe ich noch welche? Sonst habe ich eigentlich eh. Genau, Rottisch, Rottisch. Rottisch. Oh ja, auch noch nix. Ein paar habe ich ja schon, ein paar Spots. Das gilt es natürlich jetzt gleich zu erweitern. Geht auch ganz gut. Dann Samba, war es ein Samba vielleicht?
klingen die wie die Rothirsche? Wirklich wär's eigentlich, oder? Mann, es waren drei, er gehört weg. Dreier Samba gehört weg. Springt ja auch kein Rothirsch ab oder so, dann glaube ich, war das schon der Schrei von ihm. Ja, natürlich, nehmen wir die auch gleich raus. Spawnen dann ja bei unseren Trinkzeiten was anderes nach. Klasse 6, Schwierigkeit 3. Ich weiß jetzt halt nicht, wie hoch die gehen. Ich hoffe, die gehen, was ich gesagt habe. Gut. Machen zuerst den See. Weil wir müssen da eh auch die zwei Seder eventuell ein Zelt bisschen näher platzieren. Schauen wir uns das mal an. Das geht eigentlich 400 Meter, Dammhilf, Pumpfschrei. Gut. Ziehen auf jeden Fall ein paar Rotische raus. Das ist ein See. Dreier Damisch. Radiert werden. Lassen wir aber. Ach, Rotischer ist das dasselbe. Okay, dann. Etwas stärker, ja. Aber die Hirsche 5 bis 8 raus. Wie gesagt, der Rotisch interessiert mich jetzt nicht so auf Diamant, da wäre nur der Great One interessant. Diamanten habe ich schon. Wie gesagt, diese Folgen mit den Lodges werden wir auf jeden Fall auch einmal durchgehen. Nice wäre, wenn natürlich hier noch was dazukommen würde.
könnten wir Glück haben, dass auf der anderen Seite noch was spawnt sogar. Beide Schüsse sollten es auf jeden Fall gesessen sein. Also, ja, da liegt das eine und der zweite, glaube ich, liegt da vorne. Da habe ich mich verküchselt. Schauen wir mal. Ja, Gold. Gold ist raus. Denk, meldet sich hier so. Aber denke, habe ich jetzt auch keine Waffe mit. Gut, die ziehen weg. Da scheint nichts nachzuspawnen. Gut, nächster Part ist dann hier. Wenn wir raufgehen von dort. So ist es auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall noch mitgehen, wie spät haben wir es? 8:10 Uhr. Ja, ich habe auch schon ein Spiel jetzt im Petto, was kommen wird. An Folgen. Um genau zu sein, 2 sogar. Weiß aber noch nicht, wann hier begonnen, also wann hochgeladen wird. Dann haben wir die Hälfte auf jeden Fall geschafft, geht dann schneller. Man hätte es noch näher platzieren können, lassen wir es jetzt einmal auf 400. Schwanches haben wir gefunden gehabt. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Was ich gerne hätte, wäre eben, dass diese Flecken da weniger werden. Die. Wenn jetzt dann als nächstes dorthin reisen. Samba. Ja, scheint nichts zu stehen, was an Rotisch ähnlich sieht. Was dann haben wir die Seite jetzt mal abgeschlossen. Dann gehen wir darauf. Habe ich da einen See gesehen, bei dem ich noch gar nicht. Oh, ich kenne den See. Den See kenne ich, das ist neben dem Fluss dort.
Gut, schauen wir uns den jetzt noch an. Wenn mir nichts steht, schauen wir uns noch einen zweiten an. Aber auf den habe ich ja genau schon mal Rothirsch gespottet gehabt. Eine Theorie. Sollten wir hier was antreffen? Da wäre vielleicht gescheit gewesen, wenn wir das Zelt da hergestellt hätten, aber gut. Kann man alles noch umstellen mit der Zeit dann. Habe ich hier doch einen Rothirsch-Spot. Ja, 6 bis 10. Also eigentlich sollten hier auch die Rothirsche da sein. Um 10 kommen die Dammhirsche dann. Da müssten wir dann alles noch ein bisschen abgehen. Fünf und Sechser stehen da. Können eigentlich beide weg. Fünf und Sechser. Alles unter vier lassen wir natürlich stehen. Also 1, 2, 3, 4. Ziel ist es auf jeden Fall, hier in dieser Serie einen Great One zu erlegen. Weil die stehen auch wunderschön da. Seltene Fellfarben natürlich das Ziel. In Australien möchte ich jetzt einmal eben schauen, dass ich mal ein bisschen was hole. Und dann weiß ich nicht, welches Gebiet wir angehen. Vielleicht wirklich die Savanne. Dass wir da mal ein bisschen mehr hineinzuchten. Gut. Das wird also auf jeden Fall der letzte See hier und als nächstes werden wir dann da unten mal vorbeischauen bei den zwei. Ich merke gerade, ich habe hier gar nicht. Nein. Okay. Sehr schön, beide liegen, beide werden wir jetzt noch einsammeln, dann war es das mit der Folge. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal auf jeden Fall, bei den anderen Szenen wieder. Für die Rothirsche haben wir jetzt dann noch 1,5 Stunden Zeit. Dann kommen die Dammhirsche und dann geht es, glaube ich, mit Schweinshirsch, Samba und dann kommt der Rusa noch und dann kommt der Axishirsch. Also die Hirsche interessieren mich am meisten jetzt einmal, was die Tiersachen betreffen. Natürlich auch Känguru haben wir noch, Banteng haben wir noch, Rotfuchs hätten wir. Ein Siebener. Das war dann zu kacke hinterher geschossen. Egal, aber der liegt auf jeden Fall. Wollte nur, dass er gleich umfällt, aber den holen wir uns natürlich auch noch. Erstens müssen wir jetzt wieder Geld machen. Bin auf 100.000 runter durch dieses Kaufen und rum hochsitzen habe ich mir jetzt eben keine gekauft. Da habe ich gar kein Geld. Da müssen wir schauen, dass wir jetzt wieder hochkommen. Cash-mäßig. Und ja, dann werden wir weiter schauen, auf jeden Fall. Gut, ich werde den jetzt da oben noch einsammeln. Das werde ich aber auch vielleicht machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, macht es gut und ciao.